Aber Broken Thumbs wird leiden. Broken Thumbs wird leiden, Leute. Broken Thumbs wird leiden. Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Folge vom Megaprojekt. Wie wir sehen, ist ein Mensch auf dem Server. Ich weiß nicht wer. Und dann gehen wir mal gucken. Heute gibt es leider keine Facecam, aber keine Panik. Morgen gibt es die schon wieder. Das Problem ist nur, ich habe ja gestern einen ziemlich langen Livestream noch gemacht. Bis spät in die Nacht. Und ich habe dann mich einfach gestern ins Bett gelegt. Ach, komme! Komme! Hey! Und habe ich mich gestern ins Bett gelegt. Oh, was? Wer hat denn hier jetzt die Treppen ins Haus gemacht? Und Braunpilz ist da. Rotpilz ist in unserer Gewalt. Nein! Scheiße! Komme. Rotpilz wurde gefangen genommen. Nein, aber die Hühner sind noch da, oder? Okay, die Hühner sind noch da. Ja, BTTV. Okay, Broken Thumbs. Das gibt Todesrache. Und es sind Leitern in mein Haus gesetzt worden. Und meine Tür steht offen. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt den Arkanen Bohrer machen. Aber ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, Rache zu üben. Das gibt Rache. Okay, warte. Habe ich hier gerade Holz dabei? Habe ich eine leere Kiste? Die da ist leer genug. So, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Ich wollte eigentlich einen Arkanbohrer machen, aber jetzt ist Feierabend, Leute. Kurz meinen Jetpack aufladen. Und dann ist endgültig Feierabend. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Moment. Jetzt ist Feierabend. Bis später. Okay, Gomme geht. Okay, Gomme geht, der ist fertig mit dem Kram. Gomme geht jetzt zum Server. Das heißt, ich kann mich jetzt auch gleich ins Bett legen. Dann werde ich mich erstmal mal ins Bett legen und... Ne, wobei... Ganz nicht... Boah, jetzt ist Feierabend. Doch, ich lege mich mal ins Bett. Jetzt ist Feierabend, Leute. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt ist Schluss mit lustig. Sie kommen in mein Haus, nehmen mir Rotpilz, verwüsten mein Haus mit Leitern. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo er ist, weil ich ihre Folge noch nicht gesehen habe. Ach, ich brauche was essen. Okay. Jetzt ist Feierabend. Broken Thumbs, macht euch darauf gefasst. Moment, ich brauche eben mein Chicken. So, und Melonen. So, was habe ich da noch für einen Stab? Ne, das ist nur der. So, jetzt ist Schluss. Ich muss wohl ein für alle Mal klären, wer hier den Rotpilz zu Hause hat. Und schon wieder wurde er gestohlen. Aber Broken Thumbs, so leicht kommt ihr nicht davon. So leicht nicht. Ihr könnt... Ich werde euch hier jetzt... So. Da ist eine Turtle. Und da ist eine Tür? Das ist bestimmt eine Falle. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt hier alles... Boah, ohne Witz. Wo kann der sein? Wo kann der sein? Wo kann der sein? Ich weiß auch nicht, ob das welcher der echte Rotpilz ist, wenn die jetzt hier Pilze in der Truhe haben. Irgendwo muss Rotpilz sein. Broken Thumbs ist scheiße, schöre.
Das hört sich nach Dänas Handschrift an. Aha, hier sind Tiere drin. Komm. Geh wieder an deinen Platz. Ach, egal. Wo ist Rotpilz? Verdammt! Das kann doch nicht sein. Das wird Rache geben. Okay, wenn sie Rotpilz entführen. Ohne Witz. Jetzt, boah, ohne Witz. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob es wirklich Broken Sums war. Vielleicht war es auch Gomme, der gerade auf den Server gegangen ist. Und der hat nur geschildert geschrieben, dass Broken Sums das waren. Und vielleicht waren die das gar nicht. Vielleicht versucht mich jemand zu täuschen. Vielleicht versucht mich wirklich jemand zu täuschen. Man weiß es ja nicht. Ich räume mal hier wieder auf. Ach, kriege ich schon selber hin. Aber vielleicht waren die es ja wohl. Aber wo kann er sein? Das ist die Frage. Ich will jetzt nicht hier irgendwas bei denen machen, wenn ich überhaupt nicht weiß, ob die das wirklich waren. Stell dich mal vor, Gomme war das. Stellt euch mal vor, hier ist plötzlich jetzt der Rotpilz irgendwo. Es kam schon ein bisschen verdächtig rüber von Gomme. Er sagt so, oh nein, und dann geht er. Aber das kann ich auch nicht so sagen. Ich weiß jetzt nicht, wo Rotpilz ist, Leute. Okay, jetzt diesmal brauche ich wirklich eure Hilfe. Ihr müsst mir sagen, wo er ist. Wo finde ich Rotpilz? Und warum ist schon wieder ein neuer Braunpilz hier? Ist da nicht der Braunpilz? Doch. Überall sind nur Braunpilze. Verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich würde sagen, ich mache den Arkanenbohrer zu Ende. Verdammt. Boah, warum? Warum wurde Braunpilz entführt? Ich glaube es nicht. Ich glaube es jetzt nicht. Okay. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, machen wir den Bohrer zu Ende. Damit wir wenigstens noch etwas Produktives in dieser Folge machen. Und, der hat direkt zwei Elemente, die wir brauchen. Sehr gut. Ja, komm. Ja, wir brauchen euch beide. Bam, 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 bam. Noch ein bisschen Redstone dazu. Das fehlt dann noch. Dann würde noch Zauberei fehlen. Dieser Strudel. Melonenkerne zum Beispiel könnte man noch reinpacken. Dam, 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 dam. Hä? Melonenkerne doch nicht? Oh, hab ich mich vertan. Ich bin doof. Okay, dann hole ich mir Redstone. Ohne Witz. Warum? Ah, das Blöde ist, dass Broken Sums halt vordrehen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, in welcher Folge es kommen wird, wenn die es waren. Und wenn die es nicht waren, weiß ich ja auch nicht. Wenn es jemand anders war. Boah. Ich müsste einen Creeper spawnen in ihr Haus setzen mit einer Portal Gun. Also ist bei 100% beides? Ja, gut. So, jetzt Saxum ist, glaube ich, Stein. Oder was ist nochmal Saxum? Ja, Stein ist Saxum. Und dann fehlt noch der Strudel. Der Strudel ist jetzt aus dem Kopf, wenn ich das mal überlege. Glaube ich, Truhen oder sowas. Oh, komm schon. Oh, der Arkanebohrer hat aber auch ganz schön. Hat auch ganz schön Ressourcen, du. Sind das Truhen? Kann das sein? Truhen. Saxum, da dam dam dam. Es ist doch nicht so weit. Wir singen erst den A. Also Schüsseln zum Beispiel
Eimer habe ich ja hier ganz viele. Aber das reicht nicht. Aber, schließen wir rein. Ja. Oh doch, die haben sogar ein erhöhtes Element da drauf. Doch, dann würde ich sagen, hol ich mal. Mach ich das mit Eimern. Wobei, doch, ja. So. Hier ist noch ein Eimerchen, aber das nehme ich mal mit für mich. Hier ist noch ziemlich viel Holz. Ich würde einfach sagen, mal Schüssel draus. So, und dann haben wir den Arkan Bohrer. Und der Arkane Bohrer, Leute. Wie gesagt, der ist wie eine, der ist wie eine Query. Nur, ja, irgendwie ein bisschen geiler. Ein bisschen geiler als eine Query. So. Hat auch diese Effekte drauf, die Schüsseln. Krass. Okay. So. Arkan Nabora. So. You have discovered some amazing mining tools, like the wand of excavation and the elemental pickaxe. Läuft deine Nase, mein Schatz? Ja. Schön, wie du die gut hochziehst. Meine Freundin braucht kein Taschentuch, die hat nämlich einen Aufzug. Yet they do not provide an easy means of mining waste areas. Without your manual intervention, it is time to change this. And you think you might have found an arcane machine that can do this. Wow. Arcana Bora. Wo ist unser Buch? Das müssen wir uns mal angucken. Das müssen wir angucken. Mit dieser Wand of Excavation. Ne, das ist überhaupt nicht Wand of Excavation. Mit der Wand of Excavation können wir den nämlich bauen. Der ist nämlich auch gar nicht so schwer zu bauen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir den Arcana Bora. Und in der nächsten Folge hoffe ich mal, dass genug Leute mir gesagt haben, wo Rotpilz ist. Und warum mein Haus voll Leitern ist und was die Scheiße soll. Wobei, diese ganzen Leitern hier, das sieht schon eher nach Broken Sums aus, weil es sieht aus. Es sieht echt aus wie. Ja, es sieht halt so willkürlich aus, wisst ihr? Also, so. Einfach so Leitern hinsetzen, das machen sonst. Wenig. Das kann ich mir bei Broken Sums halt ziemlich gut vorstellen. Braunpilz. Weiche von mir. Stelle ich mir lieber einen leeren Blumentopf hin, bevor ich mir Braunpilz einstelle. Verdammt. Okay. Ja, ich wollte mein Zauberbuch noch schnell holen. Mein Zauberbuch. Und dann wollte ich noch schnell reingucken. Mann, ey, das kotzt mich an. Warum wird jetzt immer Braunpilz genommen? Hier ist ein Pilz, aber es ist nicht der richtige Rotpilz. Das ist nicht Rotpilz. Aber es ist auch ein roter Pilz, aber es ist nicht Rotpilz. So. Ich wollte das Buch suchen. Wo ist mein Buch? Taumonikum. Wo bist du? Buch, wo bist du? Ich glaube, hier drin könnte das sein. Da habe ich mich vielleicht eben reingetan. Jupp. So, und die Sachen nehme ich mal wieder mit. Vor mir, die mir noch geklaut werden hier. Das sind nämlich meine wertvollsten Sachen hier. So. Achso, das ist der Arkane Bohrer. Das ist sogar. Das. Okay, also. Ein Glas, das ist nicht das Problem. Oh, der hat aber. Boah, der braucht auch ganz schön viele Ressourcen. Der frisst aber, der schluckt ja mehr als Schwester ever. Okay, Gold, kein Problem. Gold, Gold, Gold. Arcana Holzblock, kein Problem. Oh, ein Portable Hole braucht man dafür. Das ist aber auch nicht das Schlimmste. Ach, das ist überhaupt nicht das. Ach, das ist der. Ach so, das ist der Infusion Altar. Ah, der Infusion Altar braucht das. Dann der Arcane Worktable ist ja auch kein Problem. Hä? Aber wo ist denn der Arcane Bohrer? Der Arcane Bohrer requires three things to function. The first is a wand of excavation placed in this leftmost inventory slot. Ah, okay. Wir bauen so einen Arcane. Ach so. Diesen Infusion Altar bauen wir uns. Dann wird eine Wand of Excavation drauf da reingelegt. Und ja. So läuft das. Krass. Okay. Ja, krass. Krass, krass, krass. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir den Arcane Bohrer. Und ich würde sagen, dann bohren wir mal den Untergrund auf. Und egal, wo Rotpilz sich befindet, ich glaube daran, ihr werdet ihn finden. Leute, bitte sucht ihn. Und hier hat auch jemand drauf getrampelt. Mensch. Schön ist das nicht. Schön ist das nicht. So ein Verhalten. Okay. Ob es wirklich Broken Sums war, ich werde es erfahren. Oh, und noch eine kleine Sache. Leute, jetzt nochmal zum Abschluss des Videos. Bitte nehmt das Ganze nicht zu ernst. Es ist, im Endeffekt ist es Unterhaltung und gestern war das Ganze mir ein bisschen zu krass. Also ihr habt da, also viele von euch, jetzt, ich spreche jetzt nicht alle an, aber viele von euch sind dann auf Tims Video gegangen und haben Dislike gegeben.
was ich absolut unnötig finde. Also ich fand die Idee von, also MinecraftExpert.de hat ja hier den braunen Pilz und den roten Pilz ausgetauscht und so. Es war eine coole Idee und es war auch lustig gemacht und natürlich war ich im ersten Moment so stinkig, dass jemand in meinem Haus war, aber das Video von ihm zu disliken ist absolut der falsche Weg. Also ich versuche das ja hier in dieser Folge alles zu machen. Also, dass es halt so wie eine Geschichte ist für euch, das ist halt einfach nur Unterhaltung. Aber dann zu jemandem hinzugehen und dann zu sagen, ey, du Arschloch, du Hurensohn und sowas, das finde ich nicht cool. Also, Leute, sowas finde ich übertrieben. Also, ihr müsst immer dran denken, das ist alles hier Spaß und ich nehme das nicht so ernst. Also, ich habe gestern da die traurige Musik eingeblendet und dann gesagt, oh nein, ich war so traurig und so. Natürlich ist das ein Stück vom Spiel. Also, es ist halt, das ist halt Spaß, ne? Also, nicht zu ernst nehmen, Leute. Also, das ist nur wichtig, das wollte ich noch sagen. Okay Leute, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr der Meinung seid, dass wir Rotpilz wiederfinden, dann könnt ihr gerne Bewertung da lassen und dann würde ich auf jeden Fall sagen, bis morgen und ich hoffe, morgen klärt sich, wo Rotpilz ist und dann werden wir, ohne Witz, jetzt werde ich alle Häuser zu bomben. Tim hat ja leider kein Haus, sonst hätte ich sein Haus zerbombt. So, aber Broken Sums wird leiden. Broken Sums wird leiden, Leute. Broken Sums wird leiden. Tschüss.